Hallo, ihr Quirlinge! Arik und seine Gefährten sind im Schlund und waren auf dem Weg zur Riesenmade, denn sie haben jetzt alle beiden Ondra-Artefakte. Geht mal runter. Also, ja, ja, unten fahren. Und beenden. Also, das Horn der Tiefen haben sie aus der Altstadt, aus dem Altstadt-Ausblick geholt, schon vor längerer Zeit. Und im letzten Episödchen gab es dann noch das Horn der Wellen dazu von Takano. Ein paar warme Worte haben gereicht, das zu bekommen. Okay, die Worte waren nicht unbedingt wahrheitsgemäß, aber... Ach, du Scheiße. Es sind wieder neue Viechter. Attacke. Kann bitte mal jemand hier rumgehen? Wegen Flankierung, danke. Und ihr schießt vor allen Dingen mit den Wadenschüssen. Schüssen. Jawohl. Und hau ihn um. Komm. Jawohl. Punkt für Arik. Gefäßfleisch, es sind wieder neue Gegner da. Nicht schön. Ich muss in die Altstadt. Und die ist irgendwo hier. Nee, ist sie nicht. Scheiße. Ja. Ach, jetzt hört er auf, die Leichen zu laufen. Menschenskinder. Ist denn hier nicht genug Platz? Da. Da geht's in die Altstadt, in die eigentliche. Runterlaufen. Und dann... Nee, das ist ja ganz woanders. Ich bin falsch gelaufen. Mist. Ach, jetzt laufe ich wieder mit der Kirche ums Dorf hier. Ich muss doch in dieses andere Gebäude. Also andere Gelände. Andere Karte. Hier liegen wieder solche neuen, frischen Podcasts rum. Oh. Okay, machen wir es kurz. Attacke. Lauf mal bitte rum. Danke. Schuss. Wäre natürlich schön, wenn wir jetzt genug Punkte hätten, dass Trinkiel auch noch sein Level-Up hat. Schorkis. Arik. Ah, der war schneller. Gar nix. So, jetzt aber wirklich. Altstadt, da will ich noch hin. Die ganze Zeit schon. In der Zeit, die ich jetzt hier vertrödel, ist natürlich der Aufzug auch wieder fast weg. Aber ich kann ja durch das Gewölbe wieder raus. Ist kein Problem. Hier bin ich jetzt endlich richtig, da ich muss, also ich muss hier einmal rundherum, weil ich hier oben von oben rum rein muss, zu diesem Ondra-Tempel. Hier irgendwie lang. Ach, wer bist denn du? Attacke! Soll ich dich heftig hier? Arik, geh mal da hin. Wadenschüsse. Ohne Ende. Und Xoti ballert auch. Attacke. Hau ihm eine drauf. Jawohl, das war Ytwin. Skelettbogenschütze. Ja, den Magier ignorieren wir mal. Magier haben nichts drauf. Der. Hau mal zu. Ja. Mach halt nur dein Feuerwerk, das wird keine Sau. Dahin. Ihr Schurken und Xoti. Ja, Ytwin. Ach da. Guckt mal. Attacke. So, du bitte einmal rumlaufen. Nee, der muss rumlaufen. Arik greift an. Und der bekommt was in die Wade. Der greift an. Rohe Gewalt. Ah, nicht schlecht. Das war Trinkiel. So.
Ich finde einen außergewöhnlichen Stab, eine außergewöhnliche Robe. Oh, nicht schlecht. Und hier einen guten Jagdbogen und eine gute Lederrüstung. Nicht schlecht. Alles sehr schön. Kämpfen wir schon mal warm für die dicke Made. Bin ich überhaupt richtig? So halbwegs. Ich muss jetzt hier durchs Wasser patschen, falls das geht. Und dann nach oben. So, genau. Jetzt, das hier kennen die Helden ja schon. Also, naja, aus einer alternativen Zeitlinie. Eigentlich kennen sie es noch nicht. Darum einmal nochmal komplett gelesen. Neben der versiegelten Tür befindet sich die Statue einer Frau, mit Rissen und Moos übersät. Sie streckt ihre beiden Arme nach dir aus, aber eine ihrer Hände fehlt. Dir fällt auf, dass ein rauschender, flüsternder Ton aus seinem Gepäck ertönt. Es sind die Muscheln, beide Hörner. Es hört sich an, als käme eine sanfte, rauschende Welle aus den Muscheln. Statue inspizieren. Sie sieht aus wie die Huana-Darstellung von Ondra. Ihr Gewand hängt wie Bögen aus Wasser herunter, das sich um ihre Füße wie die wogenden Gezeiten sammelt. Du untersuchst die Stelle, an der ihr eine Hand fehlt. Doch der Stein in ihrem leeren Ärmel fühlt sich glatt an, als hätte ihr Schöpfer nie eine Hand an dieser Stelle angebracht. Die Fläche ihrer einzigen Hand ist geöffnet, als warte sie auf etwas. So, die Muscheln in die geöffnete Hand der Statue platzieren. Also eine von beiden, egal welche, glaube ich. Als die Muschel einsetzt, dröhnt donnernde, erschütternde Musik einer stürmischen See aus ihr heraus. Sie verfärbt sich zu einer wortlosen Melodie, die dich an Stimmen erinnert, die von unter der Wasseroberfläche zu hören sind. Als das Lied sein Crescendo erreicht, erfüllt ein tiefes Grummeln die Luft und bringt deine Knochen zum Zittern. Du nimmst die Muschel wieder an dich, als die Musik abklingt. Und dann geht dieses Türchen auf. Es kann auch Ringil aufsteigen. Schön. Genau zum richtigen Zeitpunkt. So, Ringil ein. Das ist perfektes Timing. Du bekommst einen Punkt auf Mechanik und einen auf Bluff weiter. Halt zurück. Du hast jetzt Mechanik 17. Du hast irgendwie 13 selbst. Wieso eigentlich 13 selbst? Das verstehe ich nicht so ganz. Aber auf jeden Fall hast du genug Mechanik jetzt. Weiter. Ein, zwei sind genug. Und du bekommst wahrscheinlich ebenfalls, so wie die anderen auch, mehr Lebenspunkte. Weiter. Fertig. Jawohl. Und dann mal bitte speichern. So, und dann schau du dich mal um. Diese Riesenmade. Oh je. Ah, hier kann ich was machen. Also die Maden. Ach so. Kannst du die... Ja, das kannst du. Das ist schön. Geht das? Mach das zweite Loch weg. Gut. Andere Seite. Du kannst auch Taschendiebstahl bei der Riesenmade probieren, Dringil. Ich habe nichts dagegen. Ist da noch irgendwo ein Madenloch? Ein kleines? Die beiden habe ich. Ich sehe kein weiteres. Also ich habe hier eine kleine Made und da oben ist noch eine. Aber das ist jetzt, glaube ich, nicht so wild. Die Frage ist, ob ich die dicke Made jetzt wegkriege. Ich habe ein paar mehr Level als beim letzten Mal. Tja. Ich speichere nochmal und dann probiere ich es mal. Mal gucken, ob das geht. Wenn die Made noch einen Schwert mit drei roten Schädeln hat, dann ziehe ich mich zurück. Aber ich bin jetzt Stufe 10. Ich war mindestens... Ach, ich war Stufe 7 maximal, wenn nicht noch weniger, als ich das letzte Mal hier war. Also, wenn die Made noch rot ist, dann breche ich das ab. Wenn sie nicht mehr rot ist, dann versuche ich es. Aber vorher einmal speichern. So, wie gehen wir denn vor?
besten einfach die Mate, die ist ja hoffentlich relativ empfindlich gegen Blutungsgeschichten, weil sie ja ein Lebewesen ist, ein ganz normales, bis zu einem gewissen Grad. Aber ich kann sie ja, ich kann ja nicht auf sie. Stimmt. Warte mal. Die ist ja noch eingebuddelt. Kann ich jetzt nicht irgendeine Bombe nehmen oder drauf schmeißen oder sowas? Jetzt muss ich die Bomben finden. Ach, wo sind denn diese Bomben? Die sind hier bei Alchemiegedöns. Da, das ist eine Bombe. Eine Granate. Oh, da war eine Granate drauf. Da drauf. Mach mal. Das stört die gar nicht. Okay, dann muss wohl Edea mal hier reinlaufen und Hallo sagen. Ja, jetzt geht's nämlich erst los. Jetzt kann ich was mit ihr machen. Dringil. Wadenschüsse? Also, ich weiß auch, dass eine Made keine Wade hat. Dann halt Wadenschüsse oder so ähnlich. Oh Gott, ist die groß. Hey, die hat nur noch 2 Schädel. Das muss gehen. Ederchen. Dran. Arik, dran. Wir brauchen ganz dringend alles, was du haben kannst hier. Zack. Und ihr schießt weiter in die nicht vorhandene Madenwade. Arik ist erstaunlicherweise dabei zu schleichen. Das ist natürlich Blödsinn. So. Immer weiter mit dem Arterienstich. Was hat die für ein Problem? Die hat ein Problem mit gar nichts. Natürlich hat die ein Problem mit gar nichts. Wäre ja auch zu einfach, wenn sie ein Problem mit irgendwas hätte. 62, vergiss es. Andacht für die Gläubigen. Mach halt wenigstens noch das. Ey, der liegt auf dem Boden, das ist nicht gut. Arik, du solltest mal um die... Ach so, warte mal. Ach, du hast dein Zeug schon gerufen, scheiße. Dann geh halt um die hier runter rum. Bring das Horn zu Dereo und die Engel zurück. Das habe ich noch gar nicht gemacht. Was willst du von mir? Also die Quest ist komisch. Weiter schießen. Immer weiter schießen. Nicht aufhören. Ey, der. Hau drauf. Arik, du hast diese scheiß kleine Vieh. Dann mach die mal zu Madenmus, hoffentlich. So. Die ist jetzt leicht verletzt. Oh je. Wow, ist die heftig. Attacke. So. Ich glaube, Arik ist gleich weg. Wir können aber mal ein bisschen hier uns das Leben erleichtern. Xoti holt mal ihr Zeug dazu. Arik ebenfalls. Edea natürlich. Und in einer kleinen Kampfpause auch Dringil und Ytven hat auch irgend sowas. Höhlenmaden gegen Höhlenmaden. Bitte jetzt. Du hast übrigens ein paar Wunden. Benutze sie. Genau, hinterher. Dahin, richtig. Jetzt kommen ja so ein paar und sorgen für Ablenkung. Genau. Jetzt wird hier wieder in die Wade geschossen, in die Madenwade. Arik, mach mal neue Kraft. Gefällt es mir ja gar nicht. Edea, wo bist du? Du machst was. Jawohl. Und die anderen machen sowieso was von alleine. Dringil, du sollst schießen, habe ich gesagt. Und was machst du? Kraftschwall. Erhöht die Dauer des Kampfes, die Kraftstufe. Was macht das eigentlich? Erhöht die Kraftstufe. Macht es mal. Was bedeutet das? So. Ah, sie ist schon verletzt. Arik. Irgendwie kriegst du diese Made nicht klein, oder? Wäre ja auch zu einfach. Attacke.
Exoti. Die Mate hat, wenn überhaupt, ein Problem mit Wille. Aber auch nicht wirklich. Was macht denn das hier? 82. Stichschaden und krank machen. Probier's mal. Die Chance ist aber nur 59%. Das, naja, das ist ein bisschen wenig. Weiter in die Wade schießen. Xoti, hat das was gebracht? Xoti, Xoti, Xoti. Ich hätte gern eigentlich nur Xoti-Sachen, aber es ist wohl irgendwie egal. Also ich sehe jetzt hier nichts, aber ich habe auch keine Zeit, jetzt hier das Lok ewig durchzugrasen. Arik kriegt es nicht hin, wie üblich. Was ist denn dein Problem? Das ist doch nur eine stinknormale Made. Jetzt hau die Made doch mal K.O., Menschenskinder. So, Xote, geh mal da irgendwie um die Ecke. Du musst heilen. Der greift an. Und ihr schießt weiter in die Waden, Madenwade. Arik macht zwar Schaden, aber kassiert auch heftig. Ach, Xoti, du bist sogar noch versteckt. Naja, kann man auch nicht ändern. Schießt mal weiter kurz. Wir lassen mal kurz das hier abklingen. So. Oh, Ederchen. Mach mal neue Kraft. Heil du mal Arik, wo auch immer er ist. Da. Und der boxt nochmal hier drauf. Und jetzt macht ihr weitere fiese Schüsse. Ach, du kannst gar nicht mehr. Dann ermächtige dich mal selber. Gut. Jetzt kannst du wieder. Trinke gleich nochmal. Ist schon schwer verletzt. Ah, hier sind noch mehr Maden hier hinten. Wo kommen die denn alle her? Ach, das ist die eine von hier unten. Die ist da zu Arik hochgelaufen. So. 71%ige Trefferchance. Mach mal Madenmus. Dir wird geholfen. Die ist dem Tode nahe. Arik, hast du getroffen? Treffer. 5 Schmetterschaden ist ein bisschen wenig, weißt du das? Hau sie um. Die Schurken machen das ja mit der dicken Mate, das kriegen die hin. Der steht stabil. So, irgendwelche Maden sind weg. Schatten tötet Höhlenmade. Ja, die Schatten haben Arik geholfen. Toll. Was für ein glänzendes Vorbild. Du rennst jetzt dahin und machst hier mal Attacke. Und ihr schießt einfach weiter. Und du schießt darauf. Und der macht eh sein Ding. Aua. Attacke. Verfehlt, natürlich. 62 gegen Abwehr. 59, probier's. Du hast keinen Schuss mehr übrig. Du hast noch einen. Schatten tötet Höhlenmade. Ach nee, das war's. Was? Nee, wer war's? Moment mal. Ja, Bruder Arik tötet riesige Höhlenmade. Toll. Jetzt hast du dir hier die Punkte geholt, obwohl du. Oder den Riesenpunkt geholt für die Statistik, obwohl du fast nichts dazu beigetragen hast. Grrr. Das war's im ersten Versuch. Das war gar nicht so schwer. Haha, sage ich jetzt. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier einen riesigen Madenkadaver mit Gelefenbeeren, Larven, Verlun und Jade. Einerseits und Larven und Onyx andererseits. Was ist hier? Ein Altar. Bisschen Währung. Jade, Bernstein und Trank des gnadenlosen Starrens. Da ist was.
Dieses Wandgemälde stellt die stürmischen Gewässer dar, von denen die legendäre Stadt Ukaizu angeblich umgeben ist. Aha. Ukaizu wird irgendwie immer wichtiger so in der ganzen Handlung hier. Da muss ich bestimmt auch noch hin. Und hier, was bist du? Eine von Rissen übersäte und mit Schmutz bedeckte Schnitzerei dominiert die Wand. Darin sind zwei Hände zu sehen, die aus wogenden Wellen emporkommen. Die Handflächen sind ausgehöhlt und haben Einbuchtungen wie die Hand der Statue vor dem Tempel. Beide sind leer. Dir fällt auf, dass ein rauschender, flüsternder Ton aus seinem Gepäck ertönt. Es sind die Muscheln, beide Hörner. Es hört sich an, als käme eine sanfte, rauschende Welle aus den Muscheln. Na gut, dann leg mal eine links, eine rechts. Als er die Muscheln einsetzt, dröhnt donnernde, erschütternde Musik einer stürmischen See aus ihr heraus. Sie verfärbt sich zu einer wortlosen Melodie, die dich an Stimmen erinnert, die von unter der Wasseroberfläche zu hören sind. Die Muschelschale leuchtet, vielleicht spielen dir die Schatten nur einen Streich, aber es sieht so aus, als würde sich die Hand um die Schale schließen. Horn der Wellen weg und die zweite? Die andere Schale rutscht in ihre Position hinein und leuchtet so hell wie ihr Zwilling. Eine Kontrapunktmelodie ertönt von ihr. Die Schnitzerei erzittert und unter deinen Füßen rumort etwas. Du siehst zu, wie die Wandtafel in den Boden versinkt. Und Horn der Tiefen auch weg. Oh. Jetzt habe ich nichts mehr, was ich die Reo geben kann. Scheiße. Ich hätte vielleicht doch eher als erst zu Dereo gehen sollen. Dringil, komm mal her, Wahrnehmung ist gefragt. Aha! Was ist denn das? Das ist eine Sarkophage oder was? Falle? Was ist das? Ätzende Wolke? Noch was? Das ist eine Art Tempelschatzkammer oder sowas ähnliches. Und darin finde ich einen einzigartigen großen Schild Ederchen. Kadu ist kalt, heißt er. Dieser Schild wurde für einen engvitanischen Heiligen gebaut, den er bei seiner ewigen Wache einsetzte. Aus einer einzelnen Adra-Platte gefertigt ist Kadu Skald, der heilige Schutz, ein natürliches Reservoir für Seelenenergie, das jedem Gefäß, das ihn führte, beachtliche Macht verlieh. Der Heilige wurde erst dadurch von seinem Schild getrennt, als der Vulkan, auf dem die heilige Stätte, die er bewachte, ausbrach. Auf dem die heilige Stätte stand, die er bewachte, wie auch immer. Naja, der Schild, halb versunken in einer Grube Treibmatsch, wurde viele Jahre später von einer Gruppe Roparu-Waldarbeiter gefunden. Keiner der Roparu erkannte den Wert des Fundes, und so bargen sie ihn nur aus Neugier. Der Schild war nicht mehr als eine Kuriosität, bis er anfing zu singen, wie es einer der Waldarbeiter beschrieb. Sie berichteten ihrem Häuptling, dass die dissonante Melodie mit leuchtenden Farben gesummt habe, die ihnen ihre früheren Leben gezeigt und bis aufs Mark erschüttert hätte. Der Häuptling, den die möglichen Folgen solcher Erzählungen nicht störten, nahm den Schild zu seinem persönlichen Gebrauch an sich. Was macht der? Der ist außergewöhnlich. Großer Schild. Der gibt Seelenschlag. Was ist das? Verwendet die gespeicherte Seelenenergie der leuchtenden Scherbe, um ein Ziel zu schlagen und ihre Verteidigung zu verringern. Die Strafe wird durch die Metaphysik-Fertigkeit noch mächtiger. Okay. Minus 5 alle Verteidigung verbessert sich mit Metaphysik-Fertigkeit, die der gute EDR ja nicht so wirklich hat. Aber immerhin, das ist nicht schlecht. Einmal pro Begegnung, das ist gut. Achso, noch was? Schwere Scherbe plus 3 Abwehr verbessert sich mit Athletik-Fertigkeit, sehr gut. Leuchtende Dissonanz, minus 5 erlittener Schaden durch Zauber. Aha, und plus 5 erlittener Schaden durch Waffen, das ist nicht gut. Naja, auf jeden Fall kriegt das Eder das Ding. So, und dann habe ich hier noch ein bisschen Bronze, also Währung. Noch was Schönes hier. Beil, außergewöhnlicher Schuppenpanzer und guter Brustharnisch. Und hier. Auch was Einzigartiges, aber erstmal Zauberstab, Mataru-Kleidung, was? Ein Helm, 6 Rubine, einmal Türkis und... Wahai Poraga, eine zweihändige Waffe. Diese altehrwürdige Waffe der Huana gehörte einst dem legendären Barbar Maoalahua, dem Schlachtrünstigen. Maoalahua?
war für seine Liebe sowohl zur Gewalt als auch zum Geld bekannt. Er verkaufte seine Dienste als Krieger an denjenigen, der ihm am meisten dafür bezahlte. Er hatte keinerlei Skrupel, in einem Konflikt entweder auf der einen oder auf der anderen Seite zu kämpfen. Manchmal wechselte er die Seiten sogar mitten im Kampf. Sobald das Gerücht aufkam, dass er an einer Auseinandersetzung teilnahm, versuchten die feindlichen Kommandanten einer Schlacht sich gegenseitig zu überbieten, um sich seine Dienste zu sichern. Ma'o'alahua machte bei einem Kampf keinerlei Unterschiede. Er tötete alle, die in seine Nähe kamen, ob sie nun Freund oder Feind waren. Man konnte sich allerdings darauf verlassen, dass er niemals zurückwich oder gar aufgab. Also mussten seine Verbündeten sich nur aus seiner Nähe heraushalten und es ihm überlassen, sein tödliches Werk zu vollenden. Ja, das ist ziemlich wurscht. Weil ich mit zwei Händen nicht kämpfe. Aber schön zu haben. So, noch was. Hier ein kleines Töpfchen. Mit Trank des widerstandsfähigen Körpers. Das ist irgendeine Resistenz. Trank des unermüdlichen Schlagens und Höhlenkoralle. Ah ja. So. Dann hätte wohl Dereo mich hierher geschickt, um irgendwas zu bergen. Das ist ja interessant. Geheime Kammer. Alter Ondra-Tempel. Mhm. Drinki, schau du noch mal rundherum hier, ob dir noch irgendwas auffällt. Das ist nur ein Töpfchen, das kann man zerschießen und dann läuft da Öl aus. Da wird eine Made drauf ausrutschen, wie auch immer eine Made ausrutschen soll, aber sie hätte es getan. So. Jo. Her mit euch. Dann wie immer einmal jetzt, wenn die Karte fertig aufgedeckt ist, ein Screenshot. Einmal hier und dann irgendwo anders nochmal. Jetzt muss ich zurück zum Altstadt-Ausblick und hoffen, dass der Fahrstuhl da noch ist. Die Chancen dafür stehen jetzt nicht so wahnsinnig gut, fürchte ich. Klippenstufen, genau. Wie kommt man denn da hin überhaupt? Schlundfälle. Ich muss die große breite Treppe runter. So. Hier nochmal ein Screenshot. Und dann hochsteigen. Das kennen die Helden, ja, da sind sie ja schon mal runtergelaufen, deswegen habe ich das jetzt überklickt. Da muss man halt ein bisschen aufpassen und vielleicht irgendwie Seil oder irgendwas benutzen, keine Ahnung. Ist der noch da? Das ist schön. Auf. Ach, Mann, noch so viele, was ist denn hier los? Skuldrax, scheiße. Okay, Attacke. Ganz schnell eine Segnung. Wadenschuss und Wadenschuss. Oh, scheiße. Ihr steht ja völlig für die... Ah, weg. So. Weg. Ihr steht komplett falsch rum. Komplett. Hallo. Dringilein. Möchtest du auch weggehen? Wäre total... Oh, kannst du nicht. Du kannst nicht weggehen. Dann mach halt das irgendwie so. Meine Fresse. Ey, der. Dahin. Meine Güte, ich könnte schon wieder. Müssen es auch so viele sein gleich? Ja, super. Attacke. So. Du machst mal hier den. Attacke. Und die anderen schießt einfach. Das kann Arik jetzt mal hier besorgen. Genau, der ist weg. Wobei, Ytwin hat ihn gekillt, letztendlich. Ederchen, mach mal mit. Nicht getroffen, schade. Schuss. 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 Heil mal, oder Drinkel, mach du erstmal hier. Ach, hier halte ich mal selber, genau. Das ist so ein Gift auf dir drauf. Gemeingefährlich. Attacke. Schuss. Bum, bum, bum. Alle greifen jetzt das Vieh an.
Sag mal, ist dein Scheißgift bald mal weg? Das gibt's doch gar nicht. Heil dich nochmal. Und gib's mir sonst gleich noch um. Angriff. Oh, das die. Achso, es ist schon weg. Danke, Ytwin. Der nach vorn. Im Sprint. Im Sprint. Ederchen. Ederchen. Danke. Ach, das dauert immer. Ja, neue Kraft. Und die Damen und Herren Fernkämpfer. Angriff. Die ist weg. Arik, Attacke. Und ihr schießt. Halt, Dringil. Neue Kraft. Oh, dieses Gift ist ja mega fies. Heil den mal. Er kippt mir sonst noch um. Da habe ich keinen Bock drauf. So, Ytwin macht hier gerade einen Punkt nach dem anderen. Schon wieder. Ytwin. Gibt es eigentlich in dem Kampf irgendeinen Gegner, den du nicht gekillt hast, schlussendlich? Skuldrak-Kreischer, kleine Höhlenmaten und Skuldraks mit ihrem entsprechenden Trophäenkram. Ich will doch zu diesem Aufzug, Mensch. Jetzt lasst mich doch mal da hinlaufen. Jetzt immerhin Arik und Eder vor, wenn ich in den nächsten Kampf reintorkele. Dann stehen wenigstens nicht die beiden Schurken in enger Gasse an vorderster Front. So wie es gerade war. Okay, kein Problem. Hoch. So. Dann ist die Episode schon einiges lang, aber ich glaube, das mit Ereo machen wir mal noch. Die Ereo in der Enge. Was auch immer der eigentlich will. Ich habe jetzt nichts gefunden, was so aussieht, als müsste ich es ihm geben. Und ich weiß, der muss noch dieses Ding in die Hand nehmen. Aber ich will es auch ganz gerne noch verzaubern vorher. Enge. Hier ist die Enge. Dereos Versteck. So, Dereo. Hi. Dereo der Magere, was brauchst du? Also, was das Horn der Wellen betrifft. Ein höchst angenehmes Thema, ich hoffe es zumindest. Er faltet die Hände zusammen und betrachtet dich über seinen Langfinger hinweg. Ich habe in einem Tempel von Ondra tief in der Altstadt ein Mosaik gefunden. Gelarde, ihr Wächter könnt wahrlich Wunder wirken. Er klatscht in die Hände und eine Gestalt, die bei der Tür gewartet hat, hastet in die Enge davon. Oh. Was für ein Interesse hast du an Okaizo? Er lächelt, befingert jedoch nervös die goldene Stickerei am Saum seiner Tunika. Das Mosaik ist ein altehrwürdiges Kunstwerk. Solche Wunder müssen bewahrt werden. Seine Finger bearbeiten weiter den Saum seiner Tunika. Das glaubt doch kein Mensch. Tiefblick. Du bist viel zu interessiert an diesem Fund und daran, ihn geheim zu halten. Es kann dabei unmöglich nur um Kunst gehen. Unter deinen Fingern löst sich ein dünner Goldfaden. Er sieht ihn stirnrunzelnd an. Lass uns lieber über deine Bezahlung sprechen. Das ist doch ein höchst willkommenes Gesprächsthema, nicht? Durchaus. Er räuspert sich und zieht eine Donnerbüchse hervor. Nach einer kurzen Pause dreht er sich herum und hält sie dir entgegen. Ich bekomme Küchenherd, eine Waffe war vermutlich. Quest ist abgeschlossen. Niemand soll behaupten können, dass Dereo keinen fairen Preis bezahlt. Diplomatie 4, Option 2. Ja, wäre eine Schande, wenn jemand das behaupten würde. Er schenkt dir ein respektvolles, wenn auch angeschränktes Lächeln und nickt einem seiner Diener zu, der einen Münzbeutel hervorzieht. 200 Kupfer, Dankeschön. Und jetzt erlaube uns, die Frage der Bezahlung hinter uns zu lassen. Es ist ein unziemliches Thema, über dem man nicht verweilen sollte. Was anderes kann ich ihn nicht fragen. Ich kann ihn nach seinem Bein fragen. Das mache ich jetzt mal. Was ist mit deinem Bein passiert? Ein Sturm, eine unüberlegte Entscheidung und ein Unfall auf See.
Einer, der mir zwar meine Fähigkeiten zum Segeln genommen hat, jedoch nicht meine Künste mit der Nadel. Er lächelt hintergründig. Ja, okay, gut, leb wohl. Ah, noch was. Ein Augenblick, das hätte ich beinahe vergessen. Er nimmt die Stickerei vom Tisch und entfaltet sie. Sie ist größer, als sie ursprünglich ausgesehen hat. Bei Komplanka, nimm es und schmeichle meine Eitelkeit. Er reicht dir eine liebevoll gearbeitete Flagge. Farben der Prinzipi. Ja, okay. Dies ist nicht so gewaltig wie die Segel, die ich einst gemacht habe, aber meine Finger sind immer noch ruhelos. Okay. Ich habe eine Waffe von ihm erhalten. Küchenherd, glaube ich, genau. Das ist eine Donnerbüchse, das ist eine einhändige Schusswaffe. Außergewöhnlicher Art. Terald Tyrind, der Zwergenkapitän der valianischen Freibeuterkarakke Furiato Vielo, hat sich im Laufe seiner langen und blutigen Karriere zu einem wahren Meister im Kampf von Deck zu Deck entwickelt. Diese Donnerbüchse war die bevorzugte Waffe seiner Enderkommandos und gut geeignet, um das gegnerische Deck von Gegnern zu säubern. Das Nachladen dauerte in der Hitze des Gefechts jedoch verflixt lange. Taeral war auch ein begabter Büchsenmacher und machte sich daran, seine Waffe zu verbessern. Er brauchte eine Schusswaffe, die schnell geladen werden konnte. In seinen Worten musste man mit ihr einfach alles verschießen können, selbst den verdammten Ofen. In dieser Hinsicht war er erfolgreich. Die von ihm entwickelte Schusswaffe konnte praktisch jede Munition abfeuern, solange sie in den trompetenförmigen Lauf passte. Terral war bekannt dafür, Nägel, Gabeln und sogar Münzen als Munition zu verwenden. In einem besonders grausamen Kampf, bei dem er eine beinahe tödliche Schusswunde im Gesicht erlitt, hat er angeblich sogar eine Handvoll seiner kaputten Zähne in seine treue Waffe geladen und damit seine Gegner totgeschossen. Das ist ja demütigend. Er wurde von einem alten, fauligen Zahn erschossen. Alt, mit Narben übersät und des Kämpfens müde, hat sich Terral schließlich zur Ruhe gesetzt. Allerdings war er für das Leben an Land nicht gemacht. Schon bald hatte er Geldsorgen und musste die Waffe, die ihm unzählige Male das Leben gerettet hatte, verpfänden. Sowohl er wie auch seine Waffe gerieten allmählich in Vergessenheit. Man ist damit schnell, gibt wilder Schuss. Da prallen die Fernkampfangriffe einmal ab. Ja. Das ist, glaube ich, was für Arik und Eder. Was hast du eigentlich für Waffenschwerpunkte? Schwertsäbe. Du hast noch gar nichts, was im Fernkampfbereich angesiedelt ist. Und Arik den Jagdbogen. Na gut. Wie auch immer, lieber Querling, ich mache hier Schluss, das Video hat Überlänge. Und weiter mit noch ein paar Klauversuchen in Dereos noch viel zu blau durchsetztem Versteck geht's dann im nächsten Teil. Bis dahin!